Guten Morgen. Hier ist Yvonne von den Ostseeapartments Rügen und ich begrüße euch heute in der Hafenstadt Sassnitz auf der Insel Rügen, um genauer zu sein in der Wohnung Silage. Aber kommt doch erstmal rein. So, als erstes kommen wir jetzt durch den Flur in das erste Schlafzimmer. Diese Wohnung ist für drei Personen geeignet. Im ersten Schlafzimmer findet ihr hier ein Doppelbett oder Einzelbett, je nachdem, wie ihr es nutzen möchtet, mit 1,60 Meter Breite. Weiterhin hat das Schlafzimmer auch einen eigenen Fernseher und eine kleine Musikanlage und ein Fenster zur Terrasse raus. Die Terrasse ist speziell für diese Wohnung geeignet. So, dann geht es weiter, wieder in den Flur zurück und ich zeige euch eines der beiden Bäder. Dieses Bad verfügt über eine ebenerdige Dusche, WC und Waschtisch. Schaut doch einfach mal selber. Weiter geht es durch den Flur in das zweite Badezimmer mit einer Badewanne, ebenfalls mit Waschbecken und WC. Wie ich bereits gesagt habe, ist die Wohnung für drei Personen. Also müsste es auch noch ein zweites Bett geben und das gibt es hier im zweiten Schlafzimmer. Hier befindet sich ein großes Doppelbett mit 1,80 Meter Breite und auch wieder mit Blick auf die eigene Terrasse. Und dieses Schlafzimmer verfügt ebenfalls über einen eigenen Fernseher. Dann gehen wir mal wieder zurück in den Flur und dann möchte ich euch eines der Highlights dieser Wohnung zeigen. Was gibt es Schöneres, als nach einem langen Strandspaziergang in der Sauna zu entspannen? Hier habt ihr die Sauna, sogar mit Infrarotfunktion. So, dann schauen wir weiter in das Wohnzimmer der Wohnung. Die Wohnung hat auch einen Kamin. Das ist, wie ich finde, das zweite Highlight dieser Wohnung. Und wie ihr vom Kamin sehen könnt, ist diese Wohnung natürlich auch für Hunde erlaubt. Im Wohnzimmer habt ihr dann einen großen Fernseher, eine Sitzecke. Und wenn ihr über die Sitzecke hinweg schaut, seht ihr den traumhaften Ausblick von dieser Wohnung. Ihr könnt direkt auf die Ostsee schauen. Heute haben wir noch ein besonderes Naturschauspiel für euch vorbereitet, nämlich Seenebel. Ich befinde mich jetzt in der Küchenecke der Wohnung. Hier findet ihr alles, was ihr zum Kochen benötigt. Für Hobbyköche bestimmt sehr interessant. Und natürlich habt ihr hier auch einen Esstisch, um eure Mahlzeiten zu euch zu nehmen. So, das war aber noch nicht genug mit den Highlights. Jetzt kommen wir zum absoluten Höhepunkt der Wohnung, zur Terrasse. Kommt mal mit! Wenn wir jetzt ganz ruhig sind, hören wir auf die Ostsee rauschen. Die Aussicht zu genießen, bevor ich dann wieder ins Büro muss. Und ich sehe schon, meine Kollegen haben mir hier schon einen Kaffee bereitgestellt. Den können Sie hier natürlich auch genießen.
und bestimmt dann auch bei traumhaftem Sonnenschein. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch mit einem traumhaften Ausblick und sage bis zum nächsten Mal. Ein schönes Wochenende. Tschüss!